Ja, das ist Taschen. Supergeiler Stand. Mit hier 3D-Leuchtschrift. So oldschool-mundgeblasenes Neon, wie das halt 1980 und vorher mal war. Also tolle Show, der Taschenstand. Hier haben die echt fett aufgefahren. Das Podium Rheinland-Pfalz. Die Miriam hat es irgendwie voll schick gemacht. Und da gehen Lesungen ab, wahrscheinlich die ganze Zeit. Die Miriam sehe ich jetzt nirgends. Aber das Podium ist echt schick geworden. Ja, der Sehnsuchtsort der Deutschen, der ist vielfältig. Toskana, Dolce Vita, Mafia sind nur einige Schlagworte, mit denen jeder gleich entsprechende Bilder im Kopf hat. Jakob Blumberg, der einstmals erfolgreiche Überflieger, begegnet in dem Buch dem geheimnisvollen Vittorio Verrazzino und eine äußerst spannungsvolle Geschichte beginnt. Ich empfehle also dringend Platz zu nehmen. Autor Helmut Orbel ist zu Gast und wird die Kinder der Via Club im Gespräch mit der Verlegerin Barbara Just vorstellen. Avant! Also das ist Helmut Orbel auf dem Podium Rheinland-Pfalz in der Halle 3.1 auf der Frankfurter Buchmesse. Der hat einige Bücher geschrieben. Erst beim Worms Verlag, dann beim Kontrast Verlag. Und die Bücher, die sind alle lesenswerte Romane mit Tiefgang und Hintergrund. Schaut euch das mal an, Helmut Orbel, toller Autor. Die Schweizer haben mir freundlicherweise einen kleinen Weißwein zum Apero serviert und machen hier sowas wie so eine Disco. Tolle Show mit DJing. Und da haben sie hier ihren tollen Gemeinschaftsstand. Da haben wir auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir dran teilnehmen wollen. Hier gehören wir ja auch irgendwie dazu, zu den Editeur Suisse. Meine großen Vorbilder sind ja auch der AT-Verlag hier, wie auch der Hauptverlag, wo ich jetzt vorhin die junge Frau Haupt kennenlernen dürfte. Tolle Neuerscheinungen wieder. Auch dieses Jahr. Dann will ich jetzt doch nochmal zu den richtigen Schweizern. Ja, der Schweizer Gemeinschaftsstand. Wir sind wieder nicht dabei. Vielleicht nächstes Jahr mal. Es ist halt doch auch teuer im Vergleich zu so einem 4 Quadratmeter oder 8 Quadratmeter Stand. Da so ein Regalbrett. Aber es ist halt einfach spitzenmäßig toll gebaut und die haben ihre eigene Bar, da kriegen wir jetzt noch einen Weißwein und so. Also man wird sehen, was da alles so noch wird. Vielleicht schaffen wir es ja dann doch nächstes Jahr, entweder hier am Schweizer Gemeinschaftsstand oder mit einem eigenen Stand, vielleicht in der Nähe des Schweizer Gemeinschaftsstandes, who knows. Da irgendwie nochmal zu Potte zu kommen und hier auch mit den anderen Schweizer Kollegen auszustellen. Das wäre doch was, oder?